aus dem Tipi am Kanzleramt, die Florian Schröder Satire-Show. Heute zu Gast Literaturkritiker Dennis Scheck. Stand-up-Comedy von Helene Bockhorst. Musik Philipp Dittberner. Und hier kommt der Mann, der bei Dinner for One den Tigerteppich gespielt hat. Florian Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Florian Schröder Satire-Show. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Ich habe spektakuläre Nachrichten. Nacktfotos von Helene Fischer aufgetaucht. So, jetzt hören mir auch die Männer zu an der Stelle. Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, Männer, aktuelle Nachrichten. Frauen verdienen noch immer weniger als Männer bei gleicher Arbeit. Und schon seppten viele Männer weg und dachten, Arschloch, er hat mich verarscht, es gibt gar keine Nacktfotos. Nein. Das Schlimme ist, die einzige, die 21% weniger wirklich verdient hätte, wäre die AfD in Sachsen. Seit 2 Jahren gibt es mittlerweile ein Gesetz für gleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern. Aber faktisch hat sich nichts geändert an der unterschiedlichen Bezahlung von Mann und Frau. Immer noch ist es so, es hat sich gar nichts geändert. Obwohl, nee, stopp, jetzt muss ich mich korrigieren, das stimmt so nicht. Frauen verdienen natürlich dasselbe wie Männer, sie bekommen nur weniger. Ja? Das ist der Unterschied. Gemessen am Jahreseinkommen haben Frauen bis zum 18. März quasi unentgeltlich gearbeitet. Und wir wissen von der CDU, wo März draufsteht, kann nichts Gutes drin sein. Aber warum tun Frauen eigentlich nichts dagegen? Warum demonstriert ihr nicht? Warum geht ihr nicht auf die Straße? Warum protestiert ihr nicht? Gut, vielleicht liegt es daran, dass es auch einfach keinen freien Wochentag mehr gibt, wo man als Frau demonstrieren könnte, ohne dass jemand anderes auch mitmacht. Und ich sag mal, der Name Gender Pay Gap Tuesday klingt jetzt auch nicht so richtig cool. Ne? Ja. Dann gibt es große Fortschritte bei Zalando, meine Damen und Herren. Dort kann man jetzt nicht nur als Kunde Bewertungen fürs Unternehmen und für die Produkte abgeben. Nein, mittlerweile sollen sich Mitarbeiter bei Zalando gegenseitig bewerten. Wirklich wahr. Gibt es in anderen Firmen auch, nennt sich da Lästern. Wenn du bei Zalando arbeitest, dann trägst du quasi den ganzen Tag automatisch schon ein Päckchen mit dir rum. Ja. Bei Zalando ist man überzeugt vom sogenannten 360-Grad-Feedback. 360 Grad steht ja quasi für Rundumbewachung, ne? Also rund um die Uhr-Bewachung. Die Bosse nennen das natürlich ein bisschen schöner, die nennen das gelebte Feedback-Kultur. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür. Warte mal, wie heißt er nochmal? Stasi. Vielleicht wäre aber auch die Stasi bei der Bevölkerung ein bisschen beliebter gewesen, wenn sie ordentlich bewertet worden wäre. Ne? Also wenn es ordentliche Bewertungsportale gegeben hätte, dann hätte es geheißen, sehr geehrter Herr Kontaktmann, höre Sie gern wieder ab, dafür 5 rote Sterne. Ja? So hätte es auch laufen können. Bei Zalando steht dann in Zukunft einfach drunter, 5 Chefs fanden diese Bewertung hilfreich, Ausrufezeichen. Dann gibt es ein neues Markenelement in der Mode, ein Phänomen, Fast Fashion. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Fast Fashion heißt schnelle Mode. Das bedeutet, die neuen Klamotten, die man eben gerade gekauft hat, sind schon aus der Mode, ehe man mit ihnen aus dem Laden raus ist. Ja? Gibt's wirklich. Und das Einzige, was derzeit im Einzelhandel schneller rotiert als das Drehkreuz am Eingang, sind die Schaufensterpuppen beim Umziehen. Ja, jeder Deutsche kauft im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Das hat mich deshalb schockiert, weil ich dachte, Moment, 60 Kleidungsstücke pro Jahr, wenn ich meine zusammenzähle, dann muss irgendein anderer 120 gekauft haben.
Fast Fashion, großes Problem für die Umwelt. Ein T-Shirt zum Beispiel aus Baumwolle verbraucht 2700 Liter Wasser nur in der Herstellung. Damit könnte man 55 Mal duschen. Also für viele Männer 2 Jahre lang. Wenn so ein Sport-T-Shirt beim Endverbraucher ankommt, hat es in der Regel 50.000 Kilometer auf dem Buckel. Aber hey, der neue Besitzer fährt damit dann auch mal in aller Ruhe irgendwann im nächsten Januar mit dem Auto ins Fitnessstudio. Und dafür hat es sich ja schon wieder gelohnt. Man kann sich ja alles schönreden, aber mit Fast Fashion schafft man zum Beispiel Arbeitsplätze. Das muss man auch mal sagen, ohne sich was schönzureden. Gut, es sind Arbeitsplätze für Kinder und Jugendliche, aber hey, die müssen ja auch was zu tun haben in Bangladesch, in den Hütten. Ne? Fast Fashion geht aufs Klima. 5% der globalen Emissionen werden allein für neue Klamotten verbraucht. Das ist mehr heiße Luft, als der gesamte Hass auf Greta Thunberg produziert. Ja? Man sieht ja an den aktuellen Trends. Die Mode kommt wieder. Ja, ich habe es dieser Tage wieder festgestellt. Wenn man hier durch Berlin läuft, man kann es gar nicht übersehen. Das Levi's-Shirt aus den 90ern war zum Beispiel letztes Jahr wieder richtig im Trend. Ich persönlich habe schon vorgesorgt. Ich habe jetzt schon mal meine Chiemsee-Pullover und meine weißen Buffalos aus dem Dachboden runtergeholt, um vorbereitet zu sein, meine Damen und Herren. Denn ich sage, es kann nicht mehr lange dauern. Meine Gäste heute Abend in der Florian Schröder Satire-Show: Helene Bockhaus, Dennis Scheck und Philipp Dittberner. Und das hier ist mein Redaktionsleiter Nils Holst. Guten Abend, hallo. Freut mich. Es ist Ihnen sicher aufgefallen, meine Damen und Herren, als ich diese Bänder hier mit dieser Schere so formschön durchschnitten habe. Wir senden hier heute Abend aus dem BER-Palast. Es sieht ein bisschen anders aus als sonst hier bei uns. Früher nannte man der Ort, wo wir hier sind, mal Tippi am Kanzleramt, aber das ist lange her, das hat sich alles geändert. Hier, meine Damen und Herren, wird im kommenden Jahr die große Eröffnungsfeier des neuen Berliner Flughafens stattfinden. Ja, wirklich wahr. Hier, natürlich hier, wenn alles rechtzeitig fertig wird, woran ich gar keine Zweifel habe beim Berliner Flughafen, meine Damen und Herren. 31.10. ist das aktuelle Eröffnungsdatum und ich möchte gerne mal meinen Redaktionsleiter Nils Holst fragen. Du als Redaktionsleiter dieser Show, Nils, du kannst doch sicher erklären, was wir heute hier vorhaben. Absolut. Also ich habe hier eine aktuelle Richtlinie auf den Tisch bekommen. Also wir sind heute Abend alle, und ich betone alle hier, um die Katastrophenschutzbestimmung nochmal gründlich zu überprüfen. Um gemeinsam herauszufinden, sind alle Dübel und Befestigungselemente hier wirklich aus leicht brennbarem Material, das wir dann im Verlauf des Abends gemeinsam rückrüsten, rückbauen, wie man sagt, können. Das ist die Idee. Und dabei erwarte ich, dass wir hier alle gemeinsam mitarbeiten. Auch Sie zu Hause, Sie können natürlich auch alle miteinander abstimmen über Tests, was hier vielleicht als erstes raus oder als zuletzt rausgebaut werden soll. Also was ich mir wünsche, wäre wirklich ein Mitmach-Selbstdemontage wie bei der SPD. Im Prinzip, das wünsche ich mir. Das wäre schön, wenn wir das so Workshop-Charakter. Ne? Ja, schön. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Das passt auch insofern, weil in diesem wunderschönen, verkitschten Rosa-Palast hier haben auch schon verschiedene Parteien ihre Weihnachtsfeiern gefeiert in diesem Jahr. Es ist wirklich wahr, meine Damen und Herren. Unter anderem die SPD. Ja, diese Treppe hier hätte Hubertus Heil um ein Haar Kevin Kühnert runtergeschubst. Aus Versehen, versteht sich. Klar, aus Versehen. Das stimmt, auch die Union hat hier schon gefeiert und auch die Grünen waren schon hier. Wirklich? Jahr, dieses Jahr. Ach, guck. Das ist ja interessant. Hier lässt man wirklich jeden rein, solange er genug Kohle mitbringt. Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ich muss sagen, aus finanziellen Gründen, meine Damen und Herren, haben wir uns heute Abend entschieden, die Sendung aufzuzeichnen mit der Videoausrüstung, die Philipp Amthor noch von der Weihnachtsfeier hier gelassen hat. Ja? Ich möchte, soll ich mal kurz sagen, wie die wieder. Ich habe meine Philipp Amthor-Parodie perfektioniert. Wusstest du das Nein. schon? Ja, Nein. Ich habe meine Philipp Amthor-Parodie drauf gemacht. Okay. Warte mal, ich muss mich kurz reinfühlen. Ich muss vielleicht, soll ich mich auf die Knie, vielleicht muss ich so ein bisschen, weil er so, immer so. Ja, warte, ich muss so, eher so, ne? So muss ich. Philipp Amthor ist, nee, dann wird es eine Gregor Gysi-Parodie, weil dann ist so ist Gregor Gysi. Hören Sie auf, mich zu unterbrechen. Ich bin hier unten. Nee, ich muss mich hinsetzen. Wie macht, warte, Amthor ist so. Guck, Amthor ist immer ist so und sagt dann, schauen Sie, ja, ich kann Ihnen sagen, die CDU feierte hier in diesem Raum auch schon eine schöne Weihnachtsfeier. Und
ich habe hier auch ein Video gedreht für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. AKK hat noch nicht entschieden, ob es veröffentlicht wird. Aber wenn, dann kann ich Ihnen sagen, die Zerstörung der CDU jetzt aber wirklich richtig ist der Titel. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, es fühlt sich so gut an, ein Mitzwanziger zu sein, gefangen im Körper eines 70-Jährigen. So in etwa. Ja, kommt schon hin. Das ist gut. Sehr authentisch. Spontan improvisiert. Ja. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine großartige Frau zu uns hier in die Show. Sie ist was Besonderes in unserer Branche. Und zwar hat sie ein Studium nicht nur angefangen, sondern, und das ist das eigentlich Besondere, sie hat es zu Ende gebracht. Ja, sie war sogar die Frau, die einen Musterabschluss geschafft hat. Theoretisch hätte was Anständiges aus ihr werden können, aber es hat nicht ganz hingehauen, denn der Abschluss war auch kein Musterabschluss, es war ein Masterabschluss. Es war ein Masterabschluss in Journalistik und Kommunikationswissenschaften, meine Damen und Herren. Bleibt also doch nur die Comedy für Sie und das macht Sie umso großartiger. Ihr aktuelles Programm trägt den wunderbaren Titel Die fabelhafte Welt der Therapie. Bitte begrüßen Sie die sehr geschätzte Helene Bockhorst. Ja, guten Abend. Ich bin Helene und mir ging es vor ein paar Jahren gar nicht gut. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und der hat die Diagnose gestellt, mittelgradige Depression. Und ich dachte so, was sind Sie für ein Penner? Ich sag Ihnen, ich habe Selbstzweifel, ich bin antriebslos, ich denke, alle anderen sind besser als ich. Ich liege nur noch im Bett und Sie sagen mir, es gibt Leute mit besseren Depressionen. Ich bin schon ehrgeizig. Ja, das Risiko, dass man sich umbringt, ist tatsächlich am höchsten unmittelbar, nachdem man sich in Behandlung begeben hat. Das ist generell so, nicht nur bei meinem Arzt. Das liegt wohl auch daran, dass man dann häufig antriebssteigernde Medikamente bekommt und dann erledigt man die Sachen, die man lange aufgeschoben hat. Ja, das ist nicht immer so gut, wenn Leute plötzlich motiviert sind oder wenn der Therapeut sagt, trau dich mal was. Bring mal was zu Ende. Aber ich habe gemerkt, für mich gibt es immer irgendwas, was mich am Leben hält. Also damals im Studium, da hatte ich ganz finstere Gedanken, bis mir aufgefallen ist, nee, ich kann mich gar nicht umbringen. Ich habe ja noch an der Uni diese Gruppenarbeit. Das wäre nicht fair gewesen. Ein paar Wochen später ging es mir wieder schlecht, aber ausgerechnet dann war ich mit Treppenhausreinigung dran. Ja, inzwischen geht es mir anscheinend wieder besser. Ich war neulich noch mal beim Arzt und da hat er gesagt, ich bin eigentlich kerngesund und wenn ich weiterhin so viel im Bett liege, dann ist das keine Krankheit, sondern ein Hobby. Und er hat auch gesagt, ich soll damit aufhören. Das fand ich schade. Ich finde, Depressionen sind ein sehr erfüllendes Hobby. Ich mag das auch, dass man so wenig Equipment benötigt. Ja, das ist nicht so ein abgehobenes Hobby wie Golf, was sich nur reiche Leute leisten können. Nee, das ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Jeder kann jederzeit loslegen. Ist auch eine ortsunabhängige Tätigkeit. Man kann sehr gut Homeoffice machen. Einziger Nachteil ist, es ist echt nicht besonders gesellig. Deswegen hatte ich auch mal die Idee, eine Messe oder Convention zu veranstalten für Depressive, wo man sich trifft und wo dann Hersteller ihre Produkte präsentieren können. So bequeme Betten, kuschelige Schlafanzüge,
Rasierklingen. Ja, ich stelle mir das eigentlich echt schön vor, wenn man so sagen könnte, hey, sehen wir uns nächstes Jahr auf der Depricon. Da wird es dann unterschiedliche Stände geben, einen Stand mit Therapie to go, einen Verkostungsstand, wo man Antidepressiva snacken kann. Die Messehostessen auf der Depricon, die müssten so ein bisschen fertig aussehen. Immer weggucken, wenn man was von ihnen will. Ganzen Getränke auf ihren Tabletts selber austrinken. Als Stargast würde ich gern irgendeinen suizidgefährdeten Promi einladen. Dann hoffen, dass der so lange hält. Aber das Problem an so einer Veranstaltung ist wahrscheinlich, da kann sich dann auch wieder keiner zu aufraffen. Ich habe neulich gelesen, wenn ein Hummer einen Kampf gegen einen anderen Hummer verliert, dann zeigt er eine niedergeschlagene Körpersprache und zieht sich in seine Höhle zurück. Aber wenn man ihm dann Antidepressiva verabreicht, dann richtet er sich auf und will sofort wieder kämpfen. Und das bedeutet absolut nichts. Ich wollte es nur mal sagen. Ja, mir haben Antidepressiva irgendwie nicht geholfen, aber ich bin ja auch kein Hummer. Was meine Stimmung letztens so ein bisschen aufgeheitert hat, ich habe eine Medaille bekommen. Und wenn man eine Medaille umgehängt kriegt, dann fühlt man sich ja automatisch besser. Das kannte ich vorher nicht. Ich hatte bei den Bundesjugendspielen immer nur eine Teilnehmerurkunde. Aber jetzt hat ein Freund von mir eine Packung Medaillen im Scherzartikelladen gekauft. Ja, und er hat die uns allen geschenkt und er hat dann gefragt, Helene, was soll ich denn auf deine Medaille draufschreiben? Und ich habe gesagt, bitte schreib einfach mal drauf, was meine größte Leistung war in der letzten Zeit. Ja, und er hat draufgeschrieben, geduscht. Dankeschön. Helene Bockhorst. Meine Damen und Herren, das Jahr geht zu Ende und wir wollen gemeinsam auf die wirklich wichtigen Ereignisse dieses Jahres zurückschauen, aber nicht so wie in den ganzen üblichen Jahresrückblicken mit Jauch und Lanz, wo immer das Gleiche nochmal durchgenudelt wird, was wir schon 500.000 Mal gehört haben. Nein, wir machen das in Form eines kleinen Quizzes, um einmal den Genitiv von Quiz hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auszusprechen. Wir machen ein kleines Jahresendquiz mit unserem Kandidaten Dirk. Herzlich willkommen, Dirk! Dirk, herzlich willkommen, toll, dass du da bist, mit in den Platz. Ja. Dirk ist unser Kandidat, haben wir kurz vor der Show ausgewählt, im Publikum zufällig. Du kannst bestätigen, wir kennen uns nicht. Nein. Wir wissen nichts voneinander, also ich mindestens nicht von dir. Woher kommst du? Jetzt Berlin, seit mehreren Jahren. Woher vorher? Magdeburg. Magdeburg. Ja. Und dann rübergemacht. Genau. In welchem Bezirk von Berlin lebst du? Mitte. In Mitte. Mhm. Das heißt, doch im IT-Bereich ganz erfolgreich. Nee, ich bin im Gesundheitswesen. Lobbyist in Berlin? Nein, auch nicht. Lobbyist für Tiere. Ich bin Tierarzt. Ach was? Ja. Okay, Kleintiere? Ja. Ah. Sehr gut. Das heißt, ich sollte es mir nicht mit dir verscherzen, wenn ich mir mal einen Hamster anschaffen will. Wenn dein Hamster ein Augenproblem hat, dann kannst du gerne kommen. Ansonsten nicht. Ich mache nur Augen. Ach, du machst nur Augen? Ja. Und nur Augen von Hamstern oder auch von anderen Tieren? Mehr von Hund und Katze. Ah ja, das finde ich aber den geilsten Satz, den ich je von einem Tierarzt gehört habe. Bleiben Sie weg, ich mache nur Augen. Das andere kann ich nicht. Ach tatsächlich, ist das so unter Kleintierärzten? Ich dachte, Kleintiere sind die Grundschullehrer, die müssen einfach alles machen. So ist es in der Regel, aber die Spezialisierung geht auch bei uns weiter. Sehr schön. Wunderbar, Augenarzt für Tiere, meine Damen und Herren, gehen Sie zu Dirk in Berlin-Mitte, egal wo Sie leben, auch wenn Sie von Magdeburg extra anreisen müssen, es lohnt sich. Ja. So, wir machen das Jahresendquiz 2019 zusammen. Ich werde dich mit ein paar Ereignissen dieses Jahres konfrontieren. Du kriegst jeweils Multiple-Choice-mäßig 5 Möglichkeiten, mit denen du antworten kannst und dann sagst du, was richtig ist. Es geht los. Florian Silbereisen, du kennst ihn. Hey! Echt? Ja.
Florian Silbereisen, hey, muss man machen, wenn man Florian Silbereisen sagt. Florian Silbereisen, früherer, sehr geschätzter ARD-Moderator, mittlerweile in Ungnade gefallen, weil er einen neuen Job hat. Er ist Kapitän auf dem Traumschiff im ZDF. Und wir möchten gerne von dir wissen, welches Tattoo hat er sich daraufhin stechen lassen, als er den Job hatte? A, mit dem zweiten sieht man besser. B, einen Anker. C, Kompass und Landkarte. D, eine Piratenflagge. Oder E, Greta Thunbergs Segeljacht. Ist das nicht der, der mit dem Motorrad in Magdeburg gestürzt ist? Florian Silbereisen? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, okay. Doch, kann ich mir vorstellen. Ja, war das so? Ja. 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 Wieso stürzt man in Magdeburg? Wieso fährt man überhaupt nach Magdeburg? Muss man kurz erklären. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Florian macht ja diese großen, erfolgreichen Musiksendungen und da macht er immer sehr männliche Übungen. Das heißt, er fährt mit dem Motorrad durch Feuer und so und da kann man auch mal hinfallen. Das ist ja schwierig, auch für Männer. Fahren Sie nicht nach Magdeburg, meine Damen und Herren, da ist Feuer. Ja. Auch nicht mit dem Motorrad. So, was ist deine Antwort? Was hat er? Anker oder sowas? Anker, sagst du? Ja. B, das hier ist die Lösung. Es war Kompass und Landkarte. Schade. Noch sinnvoller wäre natürlich gewesen eine tätowierte Armbanduhr oder einfach ein Kalendertattoo, damit er auch garantiert nicht weiß, wo er hin muss und die Uhrzeit nicht weiß. Das hätte mir persönlich gut gefallen. Also schon mal keinen Punkt bei der ersten Frage. Die nächste. Im Januar wird ein Paketbote dabei gefilmt, wie er etwas Unglaubliches tut. Was? A. Er stellt ein Paket zu. B. B. Er öffnet ein Paket und nimmt den Inhalt. C. Er wirft ein Paket auf den Balkon. D. Er wirft ein Paket durchs offene Fenster. Oder E. Er lässt das Klimapaket der Bundesregierung zurückgehen, weil es nicht ausreichend frankiert war. Also die meisten Pakete werden ja wahrscheinlich doch gut zugestellt, aber ich denke mal, wenn es was Besonderes ist, Balkon. Balkon, sagst du. Er wirft das Paket auf den Balkon. Ja. Wir gucken es uns an. Yes! Volltreffer! Das sind dann wohl diese berühmten Postwurfsendungen, nehme ich an, ne? Wahrscheinlich. Es wird wohl Katzenstreu gewesen sein. Katzenstreu, richtig, da weißt du, wovon du sprichst. So, nächste Frage. Im Mai bekommt der Papst ein Geschenk aus Bayern. Welches? A. Ein Fass Whisky. B. Eine Harley. C. Einen Barbecue-Grill. D. Einen Gutschein für ein Tattoo. Oder E. 5 Millionen Euro, die aus irgendeinem Grund in Andi Scheuers Mautverträgen für ihn standen. Oh, das passt ja alles nicht so richtig. Ja, deswegen. Harley wäre sympathisch, aber nehmen wir mal die 5 Millionen. Du nimmst die 5 Millionen Euro, die aus irgendeinem Grund den Andi Scheuers Mautverträgen für ihn standen. Es ist falsch. Die Lösung ist die Harley. Und zwar mit Dornenkranzverzierung auf dem Kotflügel, vergoldeten Felgen und einem eingelassenen Kreuz. Ich sage, habe muss brumm brumm. Ja? Wenn jetzt im Vatikan schwarzer Rauch aufsteigt, heißt das, der Papst dreht eine Runde mit dem Motorrad. Ja? Und wenn weißer Rauch aufsteigt, dann bedeutet es, er macht einen Burnout. Ne? Oder Zylinderkopfdichtung. Oder richtig. Das, ja. Ja. Mein lieber Dirk, drei Fragen, nichts gewusst. Das heißt, du bekommst von uns... Ach stimmt, eine hattest du richtig. Ach, die wollte ich auch noch unterschlagen, aber die eine. Naja, die eine. Du bekommst trotzdem deinen Preis, weil wir haben hier einen Einheitspreis. Wir sind ein bisschen wie damals in der DDR. Ein Einheitspreis für alle. Ob man nichts wusste, eine Frage wusste oder alle wusste, vollkommen egal. Es gibt für dich eine Flasche Riesling trocken. Und zwar natürlich aus Sachsen-Anhalt. Selbstverständlich, nee, von der Nahe, aber das ist auch in Sachsen-Anhalt. Mindestens nicht so weit entfernt, denn in einem vereinten Deutschland sind wir doch alle eins. Dirk, ich danke dir ganz herzlich. Ja. Das ist die Flasche für dich. Ja. Danke fürs Mitmachen. Alles Gute, du warst hervorragend. Grüße an die Tiere und alles Gute für die Augen. Dirk aus Berlin-Mitte, meine Damen und Herren.
Mein nächster Gast ist ein Mann, vor dem Autoren zittern. Wenn er über die Frankfurter Buchmesse läuft, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man geht hin als Autor und sagt, Herr Scheck, hier ist mein Buch, bitte, bitte, möchten Sie es lesen, aber bitte, bitte reden Sie nur drüber, wenn Sie es gut finden. Andere verschwinden einfach von der Buchmesse, wenn er auftaucht, weil man weiß, er ist sowas wie der Reich Ranitzky des 21. Jahrhunderts. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und endlich wieder meine brandaktuelle Reich Ranitzky-Parodie auspacken. Keiner hat es je gemacht. Bitte begrüßen Sie Dennis Scheck. Herr Scheck, herzlich willkommen. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Jetzt haben Sie mich ja kurz erschreckt. Warum? Ich dachte, der Alte sei auferstanden. Was hätte Reich Ranitzky über Sie gesagt? Ach, das hat er mir selber gesagt. Was denn? Bei unserem Scheck, gehen Sie nach Hause! So ähnlich war das. Scheck, Sie reden viel Scheiße. Aber was Sie da gesagt haben, das war nicht schlecht. Das eine Mal. Das eine Mal. Ja. Der war so, ne? Ja. Ich musste sehr lachen, als ich Sie vor der Show in der Garderobe sah, wie Sie da saßen. Und Sie haben da gesessen und haben natürlich, was haben Sie gemacht? Gelesen, selbstverständlich. Um Sie rum, 1000 Leute, Maskenbildner, alle möglichen, es war Ihnen vollkommen wurscht, Sie haben gelesen. Was war das letzte Buch, das Sie vor der Sendung gelesen haben? Ulla Lenze, Einzelgänger, neuer Roman, erscheint im Frühjahr. Und, wie ist es? Anfang ist ziemlich gut. Ja? Ja. Wie viele Seiten brauchen Sie, um zu wissen, ist scheiße oder ist großartig? Naja, manchmal brauche ich bis zur letzten Seite. Ich denke an die Sachbücher von Thilo Sarrazin zum Beispiel. Ja? Das Gefährliche ist da im letzten Fünftel in der Regel deponiert. Die ersten vier Fünftel lesen sich eigentlich ziemlich unstrittig. Ja? Da muss man schon aufpassen wie ein Luchs. Aber in der Regel weiß man nach 30, 40, 50 Seiten, wohin der Hase läuft. Ja? Ja. Also, und so viel sollte man aber jedem Buch auch Kredit geben. Ja. Zu früh zuschlagen bringt auch nichts. Andererseits, es gibt Bücher, da muss ich überhaupt nichts lesen. Da reicht mir schon der Autorenname. Sie glauben doch nicht, dass ich freiwillig einen Autor wie jener aus dem protoliterarischen Urschleim gekrochene Einzeller der Erbauungsliteratur, Paulo Coelho, wenn ich schon den Namen sehe, ja, da gehe ich laufen. Ja, sowas lese ich nur, wenn man mir einen Mörderkohle, ja, säckeweise vor die Tür stellt. Ja. Dann vielleicht. Mhm. Oder Sebastian Fitzek oder sowas. Ja, grauenhaft. Ja. Ja. Oder Bettina Wulff. Naja, die hat meines Wissens, ebenfalls von ihr habe ich nur eines gelesen. Ja, es gibt auch nicht mehr und das reicht auch. Also mir schon. Ja, aber wenn Sie dann sagen, da muss dann jemand kommen mit wahnsinnig viel Geld, gibt es dann, sagen wir mal so, Bestechungsversuche von Verlagen, die anrufen und sagen, Herr Scheck, also wir sind ja ein junger Autor, der ist ein großes Talent, wir wissen, das wird was, ist noch nicht so, aber vielleicht können Sie über die Seiten mal hinwegsehen, die noch nicht so sind, wir würden Ihnen folgende empfehlen und folgende Summe. Absolut. Ich habe ja in kleinen Magazinen angefangen, dann kam ich zum Radio, dann zum Fernsehen. Ich war in der Jury vom Ingeborg-Bachmann-Preis, vom Deutschen Buchpreis, in vielen Jurys. Und ich habe immer gedacht, Mensch, irgendwann musst du doch mal die kritische Masse, buchstäblich Höhe, pun intended, auf die Waage bringen, um jetzt mal bestochen zu werden. Also zumindest der Versuch, das Köfferchen auf dem Hotelzimmer, der Umschlag, irgendwas. Und soll ich Ihnen sagen, offenbar bin ich noch nicht wichtig genug. Keine Sau hat je versucht, mich zu bestechen. Nein! Nichts! Kein Anruf, kein Umschlag, kein Köfferchen. Was mache ich falsch? Ja. Ja? Da können wir heute. Also, Herr Scheck. Nein, es ist. Mein Verdacht ist, dass diese Buchbranche inzwischen so pauperisiert ist, dass einfach gar nicht mehr genug Geld vorhanden ist. Für sowas. Dann können wir heute ja mal die Gelegenheit hier nutzen. Ja, in einer Fernsehsendung. Liebe Verlage, liebe Literaturagenten, wenn Sie einen Autor haben, an den Sie nicht glauben, bisschen glauben oder auch sehr glauben, vollkommen egal, wenn Sie glauben, Sie brauchen mal eine richtig gute Rezension von Dennis Scheck. Hier ist der offizielle Aufruf. Herr Scheck ist käuflich. In seiner Sendung. Das habe ich nicht gesagt. Ja, egal. In seiner Sendung, druckfrisch, können Sie
verehrter Verlag, der erste sein, dessen Buch gegen Bezahlung vorgestellt wird? Oder soll man ein anderes Medium nehmen? Wo würden Sie veröffentlichen und wie viel würden Sie wollen für einen Verlag, der dann, also für eine Kritik, die nicht gut ist? Ich möchte in einer Branche arbeiten, wo wie in den anderen Teilen der deutschen Industrie Korruption einfach Alltag ist. Ich möchte mich nicht immer vor meinen Kollegen von Siemens oder der Deutschen Bank oder sowas schämen. Ja, so nach dem Motto, du Billigheimer, du wirst noch nicht einmal bestochen, man hat es noch nicht mal versucht. Ich kann doch diesen Menschen, diesen Frauen, diesen Männern nicht mehr in die Augen sehen bei so einem Abendessen. Pah, sie werden noch nicht mal bestochen. Wichtig ist... Ja, was soll ich denn zu jemandem sagen, der bei VW arbeitet? Absolut. Wichtig ist, wenn wir jetzt aufrufen, wir müssten jetzt einfach auch mal eine Summe nennen. Also für so ein, wo der Verlag sagt, wir wissen, es ist nicht besonders, aber wir brauchen eine gute Kritik von Scheck. Aber man muss mal kurz überlegen, was für ein Schriftsteller wäre denn das? Es müsste jemand sein, der wirklich nichts kann. Ja. Also so jemand wie Sebastian Fitzek. Ja, Sebastian Fitzek. So, also, jetzt hat Fitzek einen neuen Roman geschrieben, der Verleger guckt jetzt zu und jetzt eine Summe. Pass auf, lass uns mal weiterdenken. Der aktuelle Verleger von Sebastian Fitzek sagt, ach nö, das habe ich keine Lust mehr, das lohnt sich nicht mehr. Der Drömer Verlag. So. Genau. Und da kommt jetzt ein neuer Verlag und der ruft jetzt an. So. Preis für Drömer, Preis für neuen Verlag. Fitzek. Bei Fitzek? Ja. Also da müsste, glaube ich, Inflation wieder in Deutschland herrschen. Das müsste in die Billionen gehen. Ja. Das ist, glaube ich, mit dem aktuellen Bundeshaushalt nicht zu stemmen. Ja. Sie sind ganz schön teuer. Hey, hören Sie, ich bin in der ARD, was haben Sie erwartet? Ja, natürlich, ja. Sie haben vorhin selbst gesagt, es ist eine Branche, in der immer weniger Geld vorhanden ist. Es gibt ja auch eine erstaunliche Paradoxie. Es wird ja sehr viel darüber geklagt, dass hunderttausende Leser weggebrochen sind, sagt mindestens der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Auf der anderen Seite ist mein Gefühl, mittlerweile gibt es weniger Menschen in Deutschland, die noch kein Buch geschrieben haben, als Menschen, die es getan haben. Ja. Wie ist diese Paradoxie zu erklären? Das ist vor allem aufgrund der Zunahme von Satire-Sendungen in den dritten Programmen und des Geltungsdrangs der Moderatoren. Dadurch kommt da sehr viel. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich erkläre es Ihnen hinterher. Der erste Gast, ich verstehe seine Witze nicht. Wo ist der Zusammenhang? Ich verstehe das schon. Ich weiß, was er meint. Ich hatte hier auch ein paar Notizen, die ich ganz gut fand. Wollte ich Ihnen nachher noch mal zeigen. Ja. Also, dass man da vielleicht... Wir sprechen. Ja. Nein, aber ernsthaft, das ist immer, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Es ist in der Tat so, dass zum ersten Mal seit Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg, vor rund 500 Jahren den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden hat, die Zahl der Leser in Deutschland sinkt. 500 Jahre stieg die und jetzt lesen plötzlich weniger in Deutschland. Mir kommt es so vor, als hätten Teile meiner Mitmenschen von einem auf den anderen Tag beschlossen, sich nicht mehr zu waschen. Ich bin sehr ungern unter Menschen, die sich nicht waschen, und ich bin sehr ungern unter Menschen, die nicht lesen. Andererseits, wir alle haben es in der Hand, es zu ändern. Keine Stimme für Nichtleser wäre schon mal ein guter erster Schritt. Bei der Bundestagswahl? Zum Beispiel oder bei jeder Wahl. Auch beim Betriebsrat und so weiter. Aber viel effektiver wäre kein Sex für Nichtleser. Ja? Also die Frauen haben es in meinen Augen in der Hand. Welche Diktatur möchten Sie errichten, in der Sie in der Lage sind zu überprüfen, ob ein Mensch Sex hat oder nicht? Mich interessiert überhaupt nicht, ob der Sex hat oder nicht. Mich interessiert, was er liest und ob er liest. Aber wenn er nicht liest, müssen Sie irgendwie überprüfen, ob das Sexverbot eingehalten wird. Nein. So weit haben Sie nicht gedacht, Herr Literaturkritiker. Doch, so weit habe ich schon gedacht. Das lässt sich aber durch einige Fangfragen über zum Beispiel den Sex bei Effi Briest. Wir leben und wir lesen ja im Fontane. Ja. Fontane hätte Ende Dezember seinen 200. Geburtstag feiern können. Aber in diesem Ehebruchsroman, dem deutschen Ehebruchsroman schlechthin, Effi Briest, muss man ja echt aufpassen wie ein Luchs, weil die haben heißen Sex in den Dünen der fiktiven Ostseestadt Kessin. Aber wie beschreibt der Meister der Dezenz Theodor Fontane das? Da geht mal ein Schleifchen auf,
Da ist mal eine Brosche verrutscht. Da hat man mal ein leicht gerötetes Bäckchen, was beim Spazierengehen in den Dünen schon passieren kann. Beim ersten Lesen habe ich das nicht begriffen, dass die Vögel wie die Affen, ja, hinter der Bühne, ja, das war mir absolut vorbei. Aber ja, das, dafür ist Literatur da, ja, den Blick zu schärfen. Man aber sieht dann plötzlich Dinge, die man sonst nicht bemerkt hätte und führt ein reicheres und schöneres und übrigens auch spannenderes Leben. Ja, aber ich sag mal, so eine Szene wie Hopsa, da ist eine Brosche verrutscht. Also, das kennt die jüngere Generation auch von den ersten 30 Sekunden bei YouPorn. Nee, der Sex bei Effi Briest ist dann doch etwas nachhaltiger. Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Nachhaltiger Sex ist auch ein schönes Wort. Ja. Ich meine, auch die Literaturkritik muss auf Greta reagieren. Ja, nachhaltiger Sex. Das bringt mich auf Robert Habeck. ein Literat, der... Haben Sie da Erfahrungen? Wie ist er denn so? Hier in der Sendung war er sehr nett. Okay, nee, ich meinte den nachhaltigen Sex mit Robert Habeck. Ich weiß nichts Gegenteiliges, aber ich gehe davon aus, ich bin das falsche Geschlecht, um das zu beantworten. Ja. Oh. Ja. Aha. Ich wollte eigentlich literarisch mit Ihnen sprechen. Herr Habeck und seine Frau sind Autoren. Ja, richtig. Und genau. Und ich wollte mit Ihnen darüber sprechen, dass jetzt ein Autor oder ein Schriftsteller in die Politik gewechselt ist. Für wen ist das schlimmer? Dass die Literatur ihn verliert oder dass die Politik ihn gewinnt? Da ich nie eine Zeile von Robert Habeck gelesen habe. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich enttäuscht. Es gibt 90.000 Publikationen jedes Jahr. Sie lesen jede, haben Sie gesagt. Und jetzt haben Sie den Habeck nicht gelesen. Moment mal. 90.000 Neuerscheinungen pro Jahr ist richtig. Ich lese davon etwa 150 im Jahr. Wie wählen Sie die eigentlich aus? Ich habe einen Lieblingshelden in der Literatur. Das ist Lord Peter Wimsey, der Serienheld von Dorothy Sayers. Und der hat ein Motto. Wherever my fancy takes me, wherever my whimsy takes me, Entschuldigung. Das ist ein Mann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen von mehreren Millionen Pfund, einem sehr schönen Daimler, also einem Jaguar in der Luxusausfertigung und einem Butler. Mit anderen Worten, der macht nur, wozu er Lust hat. Und der war, als ich den zum ersten Mal so mit 15, 16 las, immer mein Karrierevorbild. Und inzwischen bin ich soweit. Also ich lese das, was mir gefällt. Herr Scheck, lassen Sie uns noch über Ihr eigenes neues Buch sprechen. Schecks Kanon, die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur, haben Sie einmal zusammengefasst. Und ich war erstaunt, es sind 100 sehr unterschiedliche dabei. Es ist Timo Struppi dabei, es ist Harry Potter dabei, es ist Herr der Ringe dabei. Schiller nicht, Grass nicht, Böll nicht. Also bisher haben Sie so im Gespräch den Eindruck auch eher des Hochliteraten gemacht. Aber warum beispielsweise Schiller und Böll überhaupt nicht, dafür aber Harry Potter? Naja, ganz einfach, wenn man den größenwahnsinnigen Versuch macht, als einzelner Literaturkritiker einen Kanon zu definieren. Auch ich weiß, dass die wahren kanonisierenden Instanzen keine einzelnen Literaturkritiker sind, sondern die Gesellschaften, in denen wir leben und die Zeit, die vermögen einen Kanon zu definieren. Ich kann nur einen vorschlagen. Wenn man das also macht, dieses schöne, größenwahnsinnige Spiel, dann sollte man sich an die Regel von Thomas Pynchon halten. Der gab angehenden Autoren mit auf den Weg, kill your darlings. Von daher unserem baden-württembergischen Landsmann Schiller, dem wäre ich natürlich sehr zugeneigt, aber der Rest der Welt hat Schiller nie wirklich rezipiert. Der war zwar Ehrenbürger der Französischen Revolution, damit hörte aber seine Außenwirkung außerhalb Deutschlands auch ziemlich aus. Also Goethe, klar, und andere Autoren, die drin sind, es ist ja nun wirklich genügend Hochliteratur da, aber wenn wir ehrlich sind, Heinrich Böll, ich lebe in Köln, aber außerhalb von Köln hält niemand Heinrich Böll mehr für einen wirklich wichtigen Autor. Ja, und außerhalb von Heinrich Böll hält auch keiner mehr Köln für eine wirklich wichtige Stadt. Das ist... Damit haben wir aber heute ein perfektes, also das ist das Schrödersche Gesetz, würde ich sagen. Damit kommen Sie nach Wikipedia, in Wikipedia. Das ist wirklich sehr gut. Es gibt eine reziproke Wechselwirkung zwischen Heinrich Böll und Köln. Nämlich, das sind zwei Sitzriesen, die einander begegnen und im Blick füreinander immer mehr zusammenschrumpfen. Großartig. Schön. Den einzigen, den ich wirklich bedauere, nicht im Kanon aufgenommen zu haben, von den Zeitgenossen, muss ich zugeben, ist Günter Grass, die Blechtrommel. Das hätte schon sein müssen. Aber andererseits, es gibt 80 Millionen Deutsche, 7 Milliarden Weltbevölkerung. Allzu viele Deutsche dürfen bei den 100 wichtigsten Werken der Weltliteratur, das fängt ja bei Homer an,
wirklich nicht vorkommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank für den Besuch. Das ist das Buch, meine Damen und Herren, Schecks-Kanon. Lesen Sie es. Es ist allemal besser und wichtiger als Reich Ranitzkis Kanon, wo nicht einmal eine oder höchstens eine Frau vorgekommen ist. Herr Scheck, ich danke Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause und machen Sie mir keine Schande und machen Sie einen anderen Beruf als den, den Sie machen. Sie beherrschen ihn nicht. Außer heute, da waren Sie gut. Dankeschön. Dennis Scheck, vielen Dank für den Besuch. Danke. Dennis Scheck, meine Damen und Herren. Dankeschön. Mein nächster Gast ist zu Hause auf Wolke 4 und im kommenden Jahr macht er eine kleine Akustiktour durch ganz Deutschland. Das heißt, er spielt in ganz kleinen Läden, da können Sie ihn live sehen. Schauen Sie nach, wann er wo ist, die Akustiktour von Philipp Dittberner 2020. Und heute Abend ist er hier bei uns. Ein Riesenapplaus für den großartigen Philipp Dittberner. Herzlich willkommen. Sachen sind kaputt gegangen, so viel hat hier nicht funktioniert. Und trotzdem schlummert die Erinnerung, du bist das Beste, was passiert. Die haben uns doch nie verstanden, wollten immer, dass du gehst. Ich bleib für dich noch bis zum Schluss. Für manche waren wir Außenseiter, für uns die besten Wegbegleiter, treiben ohne Überfluss. So kann es weitergehen, was soll denn schon passieren, wie wir glücklich sind, muss keinen interessieren. Bevor wir auf der Strecke bleiben, geh ich einen anderen Weg mit dir, wie wir glücklich sind, weiß keiner außer wir. Wir haben uns immer wieder ausgehalten, uns bei niemandem beschwert. Und wenn es doch mal fast zu Ende war, wusste ich, dass ich zu dir gehöre. Haben uns doch nie verstanden, wollten immer, dass ich gehe. Ich bleib für dich auch bis zum Schluss. Wir treiben wunderschön kaputt. So kann es weitergehen. Was soll denn schon passieren, wie wir glücklich sind? Muss keinen interessieren. Bevor wir auf der Strecke bleiben, geh ich einen anderen Weg mit dir. Wie wir glücklich sind, weiß keiner außer wir. So kann es weitergehen. Was soll denn schon passieren, wie wir glücklich sind? Muss keinen interessieren. Bevor wir auf der Strecke bleiben, geh ich einen anderen Weg mit dir. Wie wir glücklich sind, weiß keiner außer wir. Weiß keiner außer wir. Weiß keiner außer wir. Dankeschön. Philipp Dittberner und Band, vielen Dank für den Besuch. Nächstes Jahr auf großer Akustiktour in ganz Deutschland. Gehen Sie hin, meine Damen und Herren. Philipp Dittberner, das war die Florian Schröder Satire-Show. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss und gute Nacht. Dankeschön.